Wir haben üblicherweise für so eine Infoveranstaltung, wo wir Erasmus Plus Erwachsenenbildung Key Action 1 und Key Action 2 vorstellen, etwa 2,5 Stunden oder 3 Stunden. Da geben wir so einen guten Überblick. Ich habe jetzt 1 Stunde. Das heißt, ich habe von unseren üblichen Informationen ein paar herausgenommen, wo ich denke, dass es jetzt mal, wenn es einen schnellen Überblick braucht, in einer Stunde so das ganz Wesentlichste, so dass sie sich mit einigen anderen Sachen dann so bei den Materialien, die sie bei uns finden, handeln können und dann auch schon konkrete Fragen an uns haben, wenn sie sich an uns wenden. Jetzt kommt meine Präsentation. Ich möchte beginnen mit zwei konkreten Beispielen. Das erste Beispiel ist eine Organisation, die sich mit dem Thema Lernschwierigkeiten und Behinderung beschäftigt und der Frage, wie Bildungsprozesse dieser Menschen unterstützt werden können. Und da hat man sich gefragt, so jetzt muss man doch hersetzen. Da hat man sich gefragt, inwiefern neue Techniken, Medien da einsetzbar sind. Diese Organisation hat Kurse gefunden, die im Ausland stattfinden, zum Beispiel in Finnland, zum Beispiel in Portugal. Ein Kurs ist hier angeführt und hat die Idee, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dorthin zu versenden, sodass dadurch die Stärkung der Kompetenzen in der Organisation gestärkt wird. Die Organisation heißt Atempo. Das Projekt ist ein Jahr gelaufen, von 2014 bis 2015 und hatte diesen Titel inklusive Bildung mit Tablets. Und Sie erfahren morgen von Thomas Tröbinger noch einiges mehr dazu. Warum steht das jetzt auf dieser Folie von mir? Einerseits, weil es ein Best Practice Beispiel ist. Andererseits auch, weil das ein Projekt ist in der Key Action 1 Lernmobilität von Einzelpersonen. Das ist eine Antragsschiene, die ich Ihnen kurz skizzieren möchte. Bevor wir zu der Key Action 1 Antragsschiene kommen, noch ein zweites Beispiel. Diese Organisation beschäftigt sich mit dem Lernen von älteren Menschen und hat ein Projekt entwickelt, wo sie speziell auf Generation 80 plus fokussiert. Also wir sind nicht mehr bei 50 plus, 60 plus, 60 plus, 70 plus haben wir gleich ausgelassen. Es geht um 80 plus. Die Organisation sagt, wir werden immer älter. Das sagen uns die Statistiken auch. Die aktive Teilnahme dieser Personen an der Gesellschaft ist uns wichtig, sagt die Organisation. Und es geht auch darum, die Kompetenzen, die die Personen mit 80 plus haben, zu nützen, wieder zurückzuführen in die Gesellschaft. Die Aktivitäten in diesem Projekt sind die Entwicklung von Handbüchern, die dann Trainer und Trainerinnen verwenden, ein Forschungsbericht, eine Konferenz zur Disseminierung. Das ist der Name der Organisation, die heißt Querraum, ist in Wien angesiedelt. Und da sehen Sie jetzt gleich auch einen der Unterschiede zu dem vorherigen Projektformat, nämlich hier habe ich die Partnerländer angeführt. Deutschland, Italien, Litauen, Niederlande. Das heißt, das ist ein Projekt, wo diese Organisationen 2 Jahre intensiv miteinander zusammenarbeiten und wirklich miteinander etwas erstellen. Active 80 plus, valuing and valorizing the knowledge and skills of people 80 plus ist der Titel und gefördert unter Key Action 2 strategische Partnerschaften. Ein Projekt, das gerade jetzt den Zwischenbericht abgelegt hat. Ganz super fein von den Sachen, die sie alles schon gemacht haben. Ich habe auch zwei Leaflets und Infoblätter dazu mit, die kann ich Ihnen dann gerne auch geben. Das sind also die zwei Möglichkeiten, Key Action 1, Key Action 2, auf die ich jetzt in dieser Zeit eingehen werde. Vorher noch etwas allgemein zu
Erasmus Plus, was ist das? Das neue Programm 2014 bis 2020 laufend ist jetzt ein Programm, das Bildung, Jugend und Sport unter einem Dach hat. Inhaltlich richtet es sich aus, ganz klar an den politischen Prioritäten EU 2020, ET 2020. Von den wichtigen Aspekten innerhalb von Erasmus Plus habe ich hier ein paar angeführt. Kompetenzen, Qualifikationen. Die Nachhaltigkeit findet sich hier auch, die findet sich immer öfter. Gleichzeitig aber auch der freie Zugang dessen, was entwickelt wird. Als Beispiele. Ein Blick auf die teilnahmeberechtigten Länder. Da, Achtung, passen Sie auf, ich finde es immer so verwirrend, wir sprechen von Partnern in einem Projekt, ja, vorhin beim Kirchschen 2-Projekt, nennen aber die Länder, die im engeren Kern vollständig teilnehmen am Programm, die Programmländer und die anderen, die Partnerländer. Wir sagen dann bei uns in der Nationalagentur eher die Drittstaaten dazu. Das ist nochmal ein gesamter Überblick über Erasmus Plus. Ich fokussiere jetzt auf die Kirchschen 1 Lernmobilität von Einzelpersonen und Kirchschen 2 strategische Partnerschaften. Das können Sie als Organisationen, Einrichtungen und in der Erwachsenenbildung tätigen, bei uns in der Nationalagentur ansuchen und wir beraten dazu. Die weiteren hier stehenden sind teilweise sozusagen nicht in der Erwachsenenbildung im Kern verankert, beziehungsweise Kirchschen 3 ist die Unterstützung politischer Reformen, wo es in unregelmäßigen Abständen Calls dafür gibt, die ganz spezifisch zugeschnitten sind. Da finden Sie auf unserer Website, wenn es einen Call gibt, die Informationen dazu. Richten sich manchmal mehr an Ministerien oder große Stakeholder, Vereinigungen. Ich habe hier als nächstes sozusagen, jetzt bevor wir inhaltlich uns beschäftigen, den formalen Schritt davor gezogen. Das ist ein Schritt, der notwendig ist, der auch sinnvoll ist, gleich am Anfang schnell sich mal damit zu beschäftigen. Er dauert nicht so besonders lang, auch wenn er hier mit zwei Schritten angeführt ist. Da erschrecken Sie bitte nicht, das geht relativ schnell. Es ist nur wichtig, dass Sie sich, wenn Sie Antrag stellen, relativ bald damit beschäftigen, weil Sie vielleicht noch ein bisschen warten müssen auf das Ergebnis davon. Da finden Sie eine Menge mehr Informationen dazu auf unserer Website, beziehungsweise habe ich Folien mitgenommen, die wir üblicherweise bei diesem 2,5-Stunden-Slot austeilen. Da gibt es mehr Informationen dazu und wenden Sie sich an uns, wenn es dazu Fragen gibt. So, das Formale hätten wir sozusagen erledigt. Jetzt geht es inhaltlich um die Kirchschen 1 und die Kirchschen 2. Wir hatten schon dieses Beispiel. Nochmal kurz die Erinnerung. Das heißt, was hat diese Organisation gemacht? Sie hat identifiziert bestimmte Kurse, nicht nur diesen einen, sondern mehrere, und hat MitarbeiterInnen zu diesen Kursen versandt, um bestimmte Kompetenzen zu stärken und wieder zurückzuholen in die Organisation. Wie legt man es jetzt an, wenn man sagt, das ist ein schönes Best-Practice-Beispiel, wir wollen auch ein Kirchschen 1-Projekt einreichen, was muss man sich dafür alles überlegen? Ich würde sagen, der erste Schritt ist mal zu schauen, was ist der Bedarf innerhalb der eigenen Einrichtung zum Thema europäische Kontexte, zum Thema Qualitätsentwicklung. Und dann entwerfen Sie etwas, das heute auch schon genannt worden ist, den European Development Plan. Das heißt, diese Strategie für Sie in Ihrer Organisation, wo wollen wir hin im nächsten Jahr oder auch in den nächsten 2 Jahren? In Bezug auf Qualität, in Bezug auf Internationalität. Was sind da die Ideen Ihrer Organisation? Welcher Ziel wollen Sie erreichen? Welchen Zustand wollen Sie in Ihrer Organisation in einem Jahr, in 2 Jahren haben? Das wird dann verbunden mit Möglichkeiten, wie Sie das umsetzen. Wir nennen es Mobilitäten, weil das die Umsetzungsaktivitäten, welche sein müssen, wo Sie ins Ausland gehen.
Wichtig ist auch zu schauen, was sind die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Organisation. Und ganz wichtig, so im Unterschied auch zu den früheren Programmen, lebenslanges Lernen mit den Einzelmobilitäten, wie bringe ich das Gelernte wieder in die Organisation zurück? Das ist ganz wichtig, dass der Fokus also die Organisation ist, wo das Wissen, die Kompetenzen dann wieder zurückgefüttert werden. Hier finden Sie die Mobilitäten, die möglich sind im Bereich Erwachsenenbildung. Das ist in den anderen Bereichen Schulbildung, Hochschulbildung etc. vielleicht ein bisschen unterschiedlich da und dort. Aber was Sie in der allgemeinen Erwachsenenbildung machen können, ist, dass Sie sagen, Sie gehen in ein anderes Land, um in einer Organisation über den Rücken zu schauen, wie das tägliche Geschäft abläuft, das Job-Shadowing. Oder Sie besuchen eine Konferenz, halten einen Lehrauftrag an einer Organisation oder besuchen einen Fortbildungskurs. Dieser Fortbildungskurs ist das, was diese Organisation, was Atempo gemacht hat. Und das wäre im Kern Ihr Kirchsteins-Projekt. Also von dem Bedarf der eigenen Einrichtung in Bezug auf die Entwicklung im nächsten Jahr, in den nächsten Jahr, 2 Jahren, über die Maßnahmen zu der Rückführung dieser Erfahrungen in die Organisation. Hätten Sie konkrete Fragen zum Thema Key Action 1? Die Fragen kommen vielleicht demnächst. Dann am Ende gibt es noch eine Folie, wo Sie sehen, an wen Sie sich für welche Fragen wenden können. Danke. Projektdauer ist 1 Jahr oder 2 Jahre. Es gibt keine Mindestanzahl an Mobilitäten, die Sie machen müssen. Es zahlt sich halt mehr aus, wenn eine Organisation sagt, wir schicken 10 Leute. Mobilität dauert 2 Tage bis 2 Monate. Sie können auch, und hier sind diese Formalsachen mit Antragsfrist, Mobilitätsstart, Sie können auch als ein Konsortium von österreichischen Einrichtungen ansuchen. Ja, wenn Sie als Organisation sagen, wir haben eigentlich nur eine Person, die wohin fahren möchte, dafür will er nicht einen ganzen Antrag schreiben, dann schauen Sie sich um, tun Sie sich zusammen mit anderen Einrichtungen, die in derselben Situation sind, die in Österreich sind und machen Sie ein österreichisches Konsortium. Und dann gibt es vielleicht einen Konsortiumsantrag, wo 5 Organisationen dabei sind und 7 Mobilitäten durchgeführt werden. Wichtig ist, in einem Antrag kann eine Person nur einmal die so eine Mobilität machen. Die förderfähigen Kosten, das sind Unit Costs, das heißt, es gibt eine bestimmte Summe und die wird dann sozusagen pro Durchführung ausgezahlt. Und das sind die Reisekosten, es gibt Kosten für Aufenthalt, je nach unterschiedlichen Ländern, Mittel für die Organisation der Mobilität, also um das zu organisieren, Kursgebühren unter Umständen, also wenn sie anfallen und Mittel für die besonderen Bedürfnisse. Das wäre, wenn ich es ganz schnell machen muss, der Überblick zum Thema Key Action 1. Die Antragszahlen sind dann nicht, also die Förderquoten sind nicht schlecht. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 50%, also heuer 50%, voriges Jahr 60% der Anträge fördern können. Ich glaube, das ist sozusagen eine Förderschiene, die so noch ein Potenzial hat im Sinne von viele Organisationen oder viele Personen, die früher diese Einzelmobilitäten angesucht haben, sehen es ist jetzt anders. Jetzt muss ich die ganze Organisation da mitnehmen, das ist ein bisschen aufwendiger. Aber das mit dem Konsortium ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Und ja, insgesamt, glaube ich, ist das eben mit diesem Entwickeln der Strategie und dem Schauen, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin, in einem Jahr, glaube ich, doch eine ganz gute Möglichkeit. Ja. Ja, Sie finden auf unserer Website einerseits den Program Guide. Ja, das ist so ein 370-Seiten-Ding, wo das ganze Erasmus Plus drinnen ist. Das heißt, dann sind jeweils vielleicht 15, 20 Seiten für Key Action 1 oder Key Action 2 relevant.
Da sehen Sie sozusagen die Informationen für Sie zum Antrag stellen. Und es gibt auch veröffentlicht den Guide for Evaluators. Das heißt, das sind die Unterlagen, die die Evaluatoren und Evaluatorinnen als Unterlage verwenden und wo dann aufgeschlüsselt ist die Fragen, die Sie sich stellen, wenn Sie Ihren Antrag durchlesen. Würde ich auf jeden Fall anschauen, ist eine ganz sinnvolle Sache. Da sehen Sie auch, wie die Bewertungskriterien, wie viele Punkte für welches Kriterium möglich ist. Ja, das sind die Möglichkeiten. Ja. Die Beziehung muss gegeben sein. Okay. Das ist wichtig für die Ja. Leute, die in der Erwachsenenbildung eben nicht, also ich weiß nicht, ja, mit unkündbarer Stelle unterwegs sind, sondern die meinetwegen nur einige Stunden pro Woche machen oder einen ganz losen Vertrag haben, Dienstleistungsvertrag. Also es Ja, gibt so viele verschiedene es gibt ja in Österreich auch Vertragsmöglichkeiten. den freien Dienstvertrag, der da, denke ich, auf jeden Fall gilt. Und ich sage jetzt denke ich, weil sozusagen für Key Action 1 bin ich gar nicht zuständig, sondern meine Kollegen, Kolleginnen. Die letzte Antwort diesbezüglich können die dann sagen, damit ich nicht etwas Falsches sage. Was ich mitbekommen habe von meinen Kollegen, ist, dass eine Verbindung zur Organisation klar nachgewiesen werden muss. Das heißt, die Person ist bisher schon für die Organisation tätig gewesen oder hat jetzt eine fixe Verbindung. Wie die dann im Detail nachgewiesen wird, das ist ein Detail, das weiß ich jetzt leider nicht. Ja, da würde ich mich beim Antrag stellen in der Organisation, also in der Nationalagentur erkundigen, wie es genau ausschaut. Diese mittlere Punkte, auch die Mittel für die Organisation der Mobilität. Das ist etwas, also was wirklich sehr attraktiv sein kann, auch für kleinere Organisationen, denn das ist aufgeschlüsselt, das ist aus meiner Sicht relativ großzügig, was die Mittel angeht und deckt viele Möglichkeiten des Treffens auch mit der Partnerorganisation ab. Denn man will nicht nur für eine gute Qualität beim Heraussenden oder Hinaussenden der Leute sorgen, sondern auch für die Aufnahme. Und das, wie gesagt, macht die Sache ein bisschen attraktiver vielleicht als so. Also ich finde diesen Punkt mit der sprachlichen Vorbereitung den spannendsten. Auch aus der Erfahrung heraus, dass das manchmal ein Riesenproblem ist für Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, zu internationalen Projekttreffen zu fahren, weil sie sich fürchten. Weil das ja Mehrsprachigkeit ist, heißt in dem Fall Englisch. Eigentlich muss man in den meisten Fällen sagen und dann mit dem Englisch nicht so sicher sind. Wir haben Projekte gehabt, wo wir da so schnell auch von uns aus Vorbereitungen gemacht haben, auch selbst finanziert haben. Das hat sich bewährt und ich finde das super, wenn das jetzt da ist. Wobei es in dem Fall dann nicht nur Englisch heißt, weil wenn ich nach Finnland fahre, muss ich halt einfach. Kann ich dann Finnisch lernen? Na, nur eine Turku. Aber ist ein Nord kann ich dann. Was kann ich da machen? Also, wenn ich jetzt in einer finnischen Organisation Ich fahre. nehme an, das geht darum, in welcher Sprache wird diese Veranstaltung dann Ja, durchgeführt? wenn die Ja? Finnisch ist, Wann dann in kann einer. ich 2 Semester Finnisch lernen gehen. Na, das glaube ich nicht. Das Ganze, die sprachliche Vorbereitung, glaube ich, ist einerseits daran geknüpft, dass man länger in der Organisation, also dass man einen längeren Aufenthalt hat. Sprich, eine Mobilität kann ja zwischen 2 Tagen und 2 Monaten dauern und ist dann auch noch mit bestimmten Bedingungen verknüpft. Ich glaube, man müsste sich es einfach detailliert anschauen. Aber grundsätzlich ist es spannend. Das sind zwei verschiedene. Ja, genau. Die Organisations, die Kosten für das Organisieren dessen ist ein Fixbetrag und die sprachliche Vorbereitung ist dann je nach Notwendigkeit. Das sind die Informationen zur Key Action 1.
komme weiter zur Kirchschen 2, das sind die strategischen Partnerschaften. Wieder herholen dieses Projekt von ganz vom Anfang. Das heißt, die Organisation hat Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern gefunden, hat sich die, glaube ich, sehr genau angeschaut, weil das sehr gut funktioniert in der Kooperation und wirklich sehr gut von den Kompetenzen auch zusammenpasst und entwickelt da diese Produkte. Das ist jetzt ein Projekt, das wurde 2014 eingereicht und läuft noch bis 2016. Wir sind jetzt sozusagen im Antragsjahr 2016. Und da möchte ich Sie hinweisen darauf, dass es jetzt nochmal sozusagen zwei Arten gibt. Das, was wir jetzt gesehen haben, waren die, würden wir jetzt nennen, 2016 die strategischen Partnerschaften zur Förderung von Innovation. Das heißt, eine Entwicklung, ein Transfer von Innovation, das heißt, Produkte, die erstellt werden, die copyright-fähig sind. Das Wort, also der Teil fähig ist ein ganz wichtiger, weil die Produkte, die erstellt werden, alle öffentlich zugänglich sein müssen. Aber das Wort copyright-fähig heißt einfach, dass das ein Produkt ist, dass das Handbücher sind, ein Curriculum, Materialien, die in der Erstellung doch relativ umfangreich sind und dann intensiv verbreitet werden. Und jetzt spannend kann auch sein, diese zweite Art, nämlich der strategischen Partnerschaften zum Austausch guter Praxis. Das unterscheidet sich ein wenig. Da geht es mehr um den Austausch zwischen den Organisationen. Das kann sein, dass man ein bisschen schaut, was tun denn die anderen mit bezüglich dieser und jener Methoden, welche Tools haben die, was verwenden die, dass man die austauscht, dass man vielleicht eine Sammlung von Best Practice daraus erstellt, dass man sozusagen damit auf jeden Fall zurückkommt nach diesem Partnerschaftsprojekt mit einer Erkenntnis, mit einem Mehr, mit Unterrichtsmaterialien für sich selbst, ja, dass man die davon gewinnt, dass jeder von den Organisationen damit mehr Material hat, aber man hat nicht gemeinsam jetzt etwas Neues erstellt. Da steht auch Erarbeitung kleinerer Produkte, also da muss man sich dann im Detail anschauen, aber so diese Unterscheidung ist hier zwischen diesen beiden Projekten gegeben und Sie werden sich auch schon denken, dass die Förderung von Innovation wird jetzt auch mehr dotiert. Das heißt, das werden finanziell auch größere Projekte sein als diese Austausch guter Praxis. Warum ist es interessant? Was jetzt neu ist, ist, dass 2016 wir in der Nationalagentur bei der Bewertung dieser beiden Projektarten auf zwei unterschiedliche Fördertöpfe zugreifen. Sprich, die Projekte, die sich mit dem Austausch beschäftigen, werden bewertet, werden aber nicht mehr in einer Liste geführt wie die Projekte zum Thema Innovation und konkurrieren sozusagen diesbezüglich nebeneinander. Nicht mehr. Bedeutet, die kleineren Projekte haben jetzt mehr Chance. Man hat ein bisschen gefürchtet oder man hat gesehen in den letzten Jahren, dass es doch relativ wenig Anträge gegeben hat, die sich so mit dem Austausch guter Praxis beschäftigt haben. Möglich war es. Aber es war halt eine gemeinsame Liste und allen, glaube ich, war ein bisschen klar, dass die Projekte, die jetzt dieses schöne Produkt machen, dass es denen leichter fällt zu glänzen. Ja, und dass die halt, ich glaube, Projektträger, Projektträgerinnen mit kleineren Projektideen hatten die Befürchtung, dass sie eh keine Chance haben, wenn die anderen dort diese und jene Produkte machen. Dazu kommt auch die Situation, dass bei jeder Organisation, wenn sie als Koordinator einreichen, auch die sogenannte finanzielle und organisationale Leistungsfähigkeit geprüft wird. Und je höher der Betrag ist, den Sie wollen, desto mehr wird das sozusagen an Leistungsfähigkeit von der Organisation verlangt. Und Organisationen, die nicht mit großen Mitteln operieren, fallen dadurch als Koordinatoren hinaus. Wenn Sie aber sagen, gut, wir machen einen Austausch guter Praxis, ist die Hürde der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht so groß. Nein, wir arbeiten nicht mit Bankgarantie, sondern man schaut sich dann an die Gewinn- und Verlustbilanzen, Einkommen, also Einnahmen, Ausgabenrechnungen, auch das Organigramm, wie viele Personen stehen da dahinter.
Und das wird in der Nationalagentur von der Auditstelle in Kooperation mit einer Wirtschaftsprüfung angeschaut. Das heißt, es gibt jetzt nicht sozusagen eine Kennzahl, wo man sagt, die entscheidet das, sondern diese Vielzahl. Ja. Hier ist nochmal ein Beispiel, weil wir ja vorher ein konkretes Best-Practice-Beispiel hatten zu Förderung Innovation, wie das zum Thema Beispiel ausschauen könnte. Das heißt, die Organisationen haben sich gefunden, sie vergleichen Methoden angesichts oder anhand bestimmter Kriterien, schauen, wie kann man das übertragen in ein anderes Land und welche Rahmenbedingungen braucht es und machen eine Sammlung an Best Practice. Das könnte so ein Beispiel zum Thema Austausch sein. Das Innovationsbeispiel machen wir nicht nochmal. Hier ein paar Eckdaten. Neu steht hier, das steht dafür, dass ein Projekt jetzt auch 12 Monate laufen kann. Das wird sich natürlich für Projekte zum Thema Austausch von guter Praxis anbieten. Ansonsten also können Sie bis 36 Monate gehen. Sie brauchen mindestens drei Partner aus drei verschiedenen Ländern, die Programmländer sind. Da gab es die Folie vorher. Wenn Sie Partner aus anderen Ländern dabei haben, dann ist wichtig, da braucht es einen Mehrwert für das europäische Projekt. Das ist sozusagen das Umgekehrte zur entwicklungspolitischen Arbeit, wo es darum geht, wo ist der Mehrwert in dem jeweiligen anderen Land. Da geht es darum, wo ist der Mehrwert für dieses gesamte Projekt. Antragsfrist, zu schnell. Antragsfrist, Projektstart. Diese Informationen. Auch hier natürlich die Frage, welche Kostenmöglichkeiten gibt es. Da haben wir insgesamt 7 Kostenkategorien, wo Sie schauen, was haben Sie an Aktivitäten und inwiefern brauchen Sie genau diese. Was Sie auf jeden Fall bei jeder Art von Projekt haben werden, ist Projektmanagement und Durchführung und grenzüberschreitende Projekttreffen. Das ist die Basis. Und dann schauen Sie, es gibt die Möglichkeit, dass Sie sagen, grenzüberschreitende Lern-Lehr-Schulungsaktivitäten, das sind für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Partnerorganisationen, sozusagen intern. Außerordentliche Kosten, wenn Sie etwas übersetzen lassen, Sie sind selber kein Übersetzungsbüro natürlich, das geben Sie nach außen. Das ist Subcontracting. Besondere Bedürfnisse, wenn Sie zum Thema Behinderung arbeiten und Mehrkosten dadurch entstehen. Das waren jetzt einmal diese 5 Kostenkategorien, die möglich sind, wenn Sie zum Thema Austausch arbeiten. Und da schauen Sie auch, welches für Sie jeweils das ist, das Sie benötigen. Wenn Sie ein Projekt machen, wo Sie auch die Produkte erzeugen, von größerem Ausmaß, die in der Antragssprache genannt werden, Intellectual Outputs, dann gibt es zusätzlich noch 2 Möglichkeiten, nämlich die Erarbeitung dieser Intellectual Outputs, wie Sie gesehen haben bei dem Projekt von Querraum vorher, diese Erarbeitung der Handbücher, das wären sozusagen die Tage für die Intellectual Outputs und die Multiplikatorenveranstaltung. Die Multiplikatorenveranstaltung ist daran gebunden, dass Sie einen Intellectual Output machen. Die richtet sich an Externe. Im Gegensatz zur Lehr-Lern-Schulungsaktivität, wo es um die Weiterbildung der Internen geht, geht es bei der Multiplikatorenveranstaltung darum, dass Sie das Produkt erzeugt haben und jetzt verbreiten Sie es an Externe. Die Frage, was muss ein guter Antrag beinhalten, stellt sich natürlich für Kirchen 1 und Kirchen 2. Hier mal beispielhaft für die Kirchen 2. Das sind auch gleich diese inhaltlichen Bewertungskriterien, die Sie finden. Da gibt es 4 an der Zahl. Ja, da dieses ausreichende nachvollziehbare Informationen steht immer noch drinnen. Das gilt für alles. Also wenn Sie Antrag schreiben, ist auch ganz wichtig, dass Sie schauen, was wird alles konkret gefragt und die Fragen vollständig beantworten. Da gehen oft Punkte verloren, weil die Fragen oft eigentlich aus 3 Aspekten bestehen. Und wenn man sich auf 1 oder 2 fokussiert, hat man schon etwas nicht beantwortet. Ganz wichtig ist die Relevanz der Projektidee. Das heißt, warum braucht es dieses Projekt? Was ist der Hintergrund dazu?
Wieso wird es in der Erwachsenenbildungslandschaft gebraucht? Viele Organisationen sagen, ja, wir wissen aus unserer eigenen Arbeit, dass es relevant ist. Das ist ein Argument. Besser ist natürlich auch, wenn Sie das noch untermauern können. Gibt es Studien dazu, gibt es Untersuchungen, gibt es aus diversen Untersuchungen auch den Hinweis, da fehlt etwas. Und jetzt auch gleich die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit und Verbreitung der Projektergebnisse. Diese beiden habe ich jetzt zuerst eingeblendet, weil sie jeweils mit 30% maximal beurteilt werden. Sie können bis zu 100%, bis zu 100 Punkten bei einem Projekt in der Beurteilung bekommen und dafür jeweils 30 Punkte. Ich finde, Herr Fritz hat das jetzt sehr schön gesagt, wie Sie gesagt haben, wir machen nur Projekte, von denen wir garantieren können, dass wir sie in den nächsten 2, 3 Jahren das Ergebnis brauchen werden. Ja. Das finde ich ist eine schöne Beschreibung für Nachhaltigkeit. Ja, es gibt oft, oder es war ja auch vorher die Diskussion, nachhaltig und Projekt widerspricht sich. Die Organisationen, die sich zum Thema Nachhaltigkeit da etwas Sinnvolles überlegen können, haben einen klaren Vorteil bei der Projektbeurteilung. Ja? Und da Augenmerk drauf zu haben, ist sehr wichtig. Und die Nachhaltigkeit, glaube ich, kann man wirklich anfangen, so eben bei der Frage, was brauche ich und wen binde ich frühzeitig ein. Ja, es ist nicht nur unter Anführungszeichen die Disseminierung, die am Ende des Projektes stattfindet, sondern die frühzeitige Kooperation mit Stakeholdern, mit anderen Organisationen, die dieses Projekt, die das Ergebnis einmal verwenden werden, in einem Jahr, in 2 Jahren, wenn es fertig ist. Die sozusagen jetzt schon darauf vorbereitet werden, wir warten jetzt auf etwas, das da kommen wird. Und diese auch so gut wie möglich einzubinden, zu hören von denen, was brauchen die, was für Kriterien hätten die daran, damit ein Produkt herauskommt, von dem sie sagen können, das Projekt ist aus, wir werden 2 Jahre später immer noch darauf angeredet und wir entwickeln es weiter. Diese beiden Punkte bringen Ihnen jeweils 20%, sind aber nicht zu unterschätzen. Das heißt, die Projektumsetzung, sehr klare Beschreibung, was Sie wann, wie, wo machen werden und die Zusammensetzung und Zusammenarbeit des Projektteams. Da hat ebenfalls der Herr Fritz schon sehr viel gesagt zum Thema Kompetenzen, wie gut passt es zusammen, beziehungsweise auch die Komplementarität. Ich glaube, da ist auch ganz gut zu schauen, sucht man sich Partnerorganisationen, die sozusagen alle aus demselben Zusammenhang kommen, die historisch gleich gewachsen sind, die dieselbe Zielgruppe haben. Dann haben Sie einen engen Kreis. Aber wenn Sie sehen, es gibt auch Organisationen, die anderswo vernetzt sind in ihren Ländern, die eine andere historische Entwicklung haben und daher Zugang zu anderen Stakeholdern, zu anderen Zielgruppen, zu anderen interessierten Organisationen haben, dann kann das auch etwas sein, das die für Verbreitung unterstützt. Also das Komplementäre würde ich auch auf jeden Fall mit als einen Aspekt hineintun. Das wären die Bewertungskriterien, wie gesagt, diese 4 Punkte und die detaillierteren Fragen dazu finden Sie im Guide for Evaluators. Das ist ein Punkt, der eigentlich sozusagen am Anfang stehen muss, die Prioritäten. Das heißt, es kann ein Projekt geben, das eingereicht wird, das beurteilt wird von den externen Evaluatoren, Evaluatorinnen, bei dem alles passt. Diese 4 Kriterien, die ich vorher gesagt habe, super toll, sehr gut ausgearbeitet. Wenn es nicht zu einer der Prioritäten passt, kann es nicht gefördert werden. Ja, das heißt, dieser Blick in den Program Guide ziemlich am Anfang, um diese Prioritäten genauer anzuschauen, der lohnt sich auf jeden Fall. Sie müssen sich mit einer der Prioritäten verbinden können. Das kann eine bereichsspezifische sein, also im Bereich Erwachsenenbildung. Das kann auch eine horizontale Priorität sein. Die horizontal heißt hier über alle 4 Bildungsbereiche, Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und Berufsbildung. Dann ist aber natürlich wichtig, wenn es eine Priorität ist, aus dem Horizontalen, dass Sie trotzdem noch sehr klar herausarbeiten, inwiefern es wirklich zur Erwachsenenbildung gehört und nicht zur Schulbildung. Hier habe ich Ihnen die Prioritäten der Erwachsenenbildung nochmal
herausgeschrieben. Das heißt, die qualitativen Lernmöglichkeiten, die Validierung, die Bildungs- und Berufsberatung. Die Bildungs- und Berufsberatung war auch schon voriges Jahr eine der Prioritäten. Da haben wir in Österreich spannende Projekte dazu. Die Kompetenzen. Grundkenntnisse, Schlüsselkompetenzen. Also Sie sehen, da ist einiges Mögliches. Sie müssen nur diese sozusagen Prioritäten gleich von Anfang an wissen, damit Sie, wenn Sie das Projekt konzipieren, das sehr gut damit verbinden können. Ja, das sind die Informationen, wenn ich sozusagen jetzt ganz schnell machen muss, zum Thema Key Action 2 Projekte. Und hätten Sie dazu jetzt Fragen? Ja, ja, Sie müssen in ja, danke. Sie müssen in Erasmus Plus nicht nachweisen, dass es eine Kofinanzierung gibt. Ja? Also die, man muss auch sagen, die Fördersummen sind ein Zuschuss. Ja, wir hören immer wieder von den Organisationen, die Förderung kann nicht das finanzieren, was an Arbeit notwendig ist für das Projekt. Sie werden höchstwahrscheinlich Eigenmittel oder Kofinanzierung auftreiben müssen. Sie müssen diese aber nicht, wenn Sie den Antrag einbringen, nachweisen. Kann auch den Nachteil haben, dass es vielleicht schwerer ist, die dann zu bekommen. Genau, es sind Pauschalen. Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich sozusagen zu den Raten, zu den Höhen nicht viel gesagt. Dazu habe ich auch die Folien insgesamt. Ja, das, ganz vieles davon ist in Pauschalen. Wenn Sie das so, ich da noch eingehen kann drauf. Genau. Projektmanagement ist eine Pauschale, unterschiedlich für Koordinator und Partner. Die grenzüberschreitenden Projekttreffen richten sich nach so einer Distanzkategorie, sind auch eine Pauschale. Die Lehr- und Schulungaktivitäten sind wieder ein bisschen aufgeteilt in wie lange ist der Aufenthalt und wo reist man hin, in welches Land, da die Distanzkategorien. Bei den außerordentlichen Kosten, dann sind es tatsächliche Kosten. Sprich, wenn die Übersetzung einen bestimmten Betrag ausmacht, dann müssen Sie das am Ende mit den Belegen nachweisen. Allerdings, Achtung, bei den außerordentlichen Kosten werden nur 75% davon finanziert. Bei den besonderen Bedürfnissen, das sind auch reale Kosten, tatsächliche Kosten, die Ihnen angefallen sind, die werden zu 100% finanziert, aber eben, wie vorhin gesagt, das sind sozusagen nur Mehrkosten, die durch die Behinderung entstehen. Bei den Intellectual Outputs gibt es Tagsätze, und zwar nach 4 verschiedenen Kategorien, je nachdem, ob das, also welche Art der Tätigkeit in dem Projekt für diese Intellectual Output da in Anspruch genommen wird. Managementkosten, administrative Kosten werden es weniger sein. Hauptsächlich werden es entweder Trainer, Trainerinnen sein oder Researcher, Technician. Und bei den Multiplikatorenveranstaltungen sind es wieder Units, Costs, je nach Anzahl der Personen, die teilnehmen, wobei da noch unterschieden wird, ob die aus dem Land kommen, in dem die Veranstaltung stattfindet, oder aus einem anderen Land. Insgesamt, so, weil vorhin auch gefallen ist, ist in Erasmus Plus die Abrechnung einfacher. Dadurch, dass das hier viele Unit-Costs sind, wird es einfacher für Organisationen, die bisher im Grunde Lernpartnerschaften angesucht haben, ist es ein bisschen komplexer. Aber ich glaube sozusagen, das, was doch wegfällt, ist jeden einzelnen Beleg nach diesen und jenen Kriterien da zusammenzusuchen. Na, die Belege muss es bei Ihnen in der Organisation natürlich geben. Ja, da braucht es auch die eindeutige Zuordnung in der Kostenrechnung, Kostenträger. Wenn es ein Audit gibt, dann wird man da auch einen Blick drauf werfen. Aber tatsächlich müssen Sie nachweisen, dass Sie diese Aktivitäten gemacht haben. Ja, dieses Projekttreffen
dass sie das, dass das, das durchgeführt haben, dass diese und jene Personen hingefahren sind und dieses und jenes gearbeitet haben inhaltlich und ob sie jetzt mit einem Flug, der günstiger oder teurer war und mit einer Übernachtung, die günstiger oder teurer war, gefahren sind, das organisieren sie in ihrer Organisation und das ist nicht Frage der der Abrechnung. Das ist nach Monaten, ja. Da gibt's Monate, das sind Monate. Und das ist so, dass es im Unterschied zu den Intellectual Outputs hier ein bisschen sozusagen pauschal gemacht wird. Bei den Intellectual Outputs gibt es, wie gesagt, vorher diese vier Kategorien und die sind je Land auch wieder unterschiedlich dotiert. Ja? Bei den Intellectual Outputs, bei den Arbeitstagen. Bei Projektmanagement und Durchführung gibt es eine grundsätzliche Auszahlung und das ist für den Koordinator 500 Euro pro Monat und für den Partner 250 Euro pro Monat. Was natürlich in europäischen Ländern dann auch sehr unterschiedlich ist, was diese Summe ausmacht. Das stimmt schon, ja. Aber das ist dann, das hängt, das ist eben sozusagen pro Monat und je nachdem, wie lang das Projekt dann läuft, setze ich durch. Sie meinen jetzt bei den Intellectual Outputs? Ja, genau, ja. Bei den Intellectual Outputs gehen wir bei einem Tagsatz davon aus, dass ein Arbeitstag dahinter steckt. Und es ist schon klar, dass der in manchen Ländern 8 Tage ist und in den anderen ist er 7 Tage. So wie es dort landesüblich ist. Aber da müssen Sie dann sozusagen die Arbeitstage mit Timesheets nachweisen. Und die Ergebnisse. Und einen Arbeitsvertrag. Ja, sprich, dass diese Person ja, klar, wirklich gearbeitet hat. Das kann sein, eine Anstellung, aber auch ein freier Dienstvertrag. Das ist auch länderspezifisch dann unterschiedlich, weil ja die Gegebenheiten auch unterschiedlich sind. Eines möchte ich noch sagen zu den Genehmigungsraten, weil ich es vorher gesagt habe für Key Action 1. Bei der Key Action 2 sind wir etwa bei 22%. Das heißt, da ist schon eine Menge mehr Zulauf, als Fördermittel da sind. Ich glaube, im europäischen Vergleich sind wir aber diesbezüglich immer noch ganz gut. Wir sind in Österreich auch in der glücklichen Lage, dass es zusätzlich zum europäischen Geld eine nationale Kofinanzierung gibt, die auch noch die Finanzierung von einigen zusätzlichen Projekten dann ermöglicht. So, ich gehe nochmal auf die. Folien. Gut. Die Nationalagentur Lebenslanges Lernen ist auch also Unterstützung der Organisationen da, die im Projektantrag einbringen. Sprich, nehmen Sie unsere Beratungen in Anspruch. Hier sehen Sie die Mailadressen und die jeweiligen Zuständigkeiten. Ja, wir machen Beratungen, wir machen am Ende, also so kurz vor der Deadline auch noch die sogenannten Final Checks, wo wir nochmal spezifisch auf ein paar Fragen, die Sie haben mit einem Antrag, den Sie schon sehr weit ausgearbeitet haben, nochmal einen kritischen Blick drüber haben können, drüber machen können. Es ist zu sagen auch noch dazu, dass die Projekte dann nicht von uns im Haus evaluiert werden, sondern gemäß den europäischen Vorgaben von externen Evaluatoren und Evaluatorinnen, die da die Unabhängigkeit haben, die geschult sind natürlich auf die Vorgaben und auf die Richtlinien, aber die nicht sozusagen Sie vorher schon beraten haben. Bitte. Danke, die Frage ist jetzt vielleicht gar nicht so praxisrelevant, aber mich würde einfach interessieren, was dahinter steckt, diese Erstellung von copyright-fähigen Produkten. Der Trend geht ja dahin, dass bei öffentlich geförderten Mitteln nach Möglichkeit Creative Commons erzeugt werden sollten. Ja. Also da gibt es, so viele das jetzt im Kopf haben, in einer EU-Richtlinie schon mal einen Hinweis, der dahin geht, der aber noch nicht so verbindlich war. Gibt es da im Rahmen der
Erasmus Plus Projekte irgendwas, was in Richtung Creative Commons weist? Also mir fiel einfach dieser Begriff auf, copyright-fähige Produkte. Vielleicht haben Sie das einfach gewählt, um klar zu machen, dass es da wirklich um Produkte eines nennenswerten Umfangs oder einer materialisierten Form oder so gehen soll. Vielleicht hat das gar nichts mit Copyright-Überlegungen zu tun. Okay. Ja, also im Jahr 2014, als sozusagen das erste Projekt, das erste Jahr von Erasmus Plus war, hat sich die Kommission zuerst einmal damit auch beholfen zu sagen, es geht um Produkte, und dann war halt ein bisschen die Frage, welche Art von Produkten. Produkte haben viele Organisationen, viele Projekte, was stellt man sich da wirklich genauer vor? Und dann war die Information sozusagen etwas, das copyright-fähig wäre. Ja? Also wirklich ein Umfang von diesem Projekt, von diesem Produkt, der schon sozusagen so für sich stehen kann. Weil viele Projekte eben diese zum Beispiel Sammlung von Best Practice-Beispielen machen. Und Überlegungen dahingehend, dass die wirklich auch Creative Commons werden könnten oder sollten, irgendwas, was implementiert wird in die Fördervorgaben oder so, gibt es da irgendwas, was in diese Richtung, wird in die Richtung gedacht? Und wenn ja, welcher Widerstand ist zu erwarten? Davon aus, dass das nicht eine Urheberrechtsdefinition ist mit dem Copyright Act. Und darum, das schließt nicht aus, dass damit Rechte verbunden sind. Und ich gehe davon aus, dass öffentliche Hand und Europa das dann unter den Creative Commons sieht, nämlich dass es verwendet werden muss, kann, ohne jetzt also Geld zu bezahlen dafür. Ja? Es ist für mich ist ein bisschen ein unglücklicher Begriff Copyright. Weil wir immer das C Copyright verbinden mit einer Urheberrechtsgeschichte. Wobei im europäischen Urheberrechtsgesetz das Copyright anders geregelt ist als das amerikanische. Das sind unglückliche Begriffe. Ja. Ich glaube, das kann man, da darf man nicht verknüpfen jetzt. Also das Copyright heißt, wie ich es verstanden habe und wie ich es gelesen habe, eben Materialien, die einen gewissen Standard haben. Und dieser Standard würde ein Standard sein, der dann herausgabefähig ist, wo eine Herausgeberschaft im Hintergrund steht, die druckfertig, die man drucken kann, die man herausgeben kann. Dahinter steckt eine Urheberrechtsgeschichte, die aber nicht damit benannt oder genannt ist. Vielleicht sollte man dann den Begriff also ändern und eher von der Qualität der Materialien genauer beschreiben. Ja. Aber ich habe das eben so. Ja, es ist kein Urheberrechtsbegriff, so ist das. Es ist ein Begriff, der auf die Qualität der Materialien hinzieht. Also ich habe den Begriff, ich habe mich jetzt viel beschäftigt, auch mit den EU-Programmen und mit der Politik und gerade in Bezug auf die offenen Bildungsressourcen. Und ich habe den Begriff noch nie irgendwo gelesen in irgendwelchen EU-Papieren. Also ich finde den eigentlich ziemlich unglücklich, weil er, wie du sagst, irgendwas anderes vermuten lässt. Ich meine, das Urheberrecht an irgendeinem Werk, auch wenn es in einem EU-Projekt produziert wird, hat man ja schon, sobald es irgendwie eine Werksqualität hat. Also das kann ein Foto sein. Das ist, wenn es ein bisschen mehr ist als eine Überschrift. Also zwei, drei Sätze haben schon Werkqualität und sind mit Copyright fähig. Andererseits kommt aber der Begriff Open Educational Resources, also das, was du meinst, Birgit, ganz oft in den EU-Programmen vor und natürlich auch im Erasmus Plus und insbesondere im KA2, ja, wo ganz oft drinnen ist, es sollen offene Bildungsressourcen mit diesem öffentlichen Geld finanziert werden. Also die EU-Politik ist, soweit ich das beobachte, und gerade im Bildungsbereich dort wesentlich weiter als die nationale Erwachsenenbildungspolitik. Aber Karin, ich weiß nicht, ob du das so bestätigen willst. Ja, oder? Auf jeden Fall. Dann freuen wir uns auf Ihre Fragen diesbezüglich, wenn Sie uns anrufen und
Mails schicken. Ich lege hier noch die beiden Ausdrucke her bezüglich der Antrags, bezüglich der Unterlagen, die wir in diesen 2,5 Stunden Slots hergeben. Das heißt, sie sind ein bisschen umfangreicher als das, was ich Ihnen jetzt gegeben habe, beziehungsweise auch diese Unterlagen von dem Projekt Value 80 Plus. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.